8-3-3, wenn ich es richtig sehe. Für Axel Klinkert. Und weiter geht's mit Japan am Boden. Yuki Uchiyama. Das sind doch 5 Punkte, die Belgien Deutschland abgeknöpft hat. Ja, doch gerade am Boden hat man gesehen, dass Belgien nochmal alles rausgeholt hat. Und ja, Deutschland leider eben am Balken ein paar Probleme hatte, leider auch Sturz in Kauf nehmen musste. Und ja, da hat Belgien natürlich souverän den Titel verteidigt, beziehungsweise den Vorsprung ausgebaut. Doppelsalto gebückt. Noch als Abschluss. Auch sehr eine sehr elegante Turnerin. Tja, und Japan versucht, den schlechten Auftritt am Schwebebalken jetzt hier zu kompensieren und nochmal vorbeizuziehen.